Guten Morgen und willkommen zurück zur nächsten Folge von Harvest Moon, Baum der Stille. Yeah, la 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 da, ba, ba. Oh, da ist Hamminger. Kriegen wir jetzt endlich unser Häusle? Hallo, guten Morgen. Na Martin, wie geht's dir? Was ist los? Du siehst nicht sehr fröhlich aus. Was beschäftigt dich? Mein Traum von einer wunderschönen Dame. Mein Traum von einer Dame mit langen Haaren. Mein Traum von einer Dame mit Flügeln. Ich mach die wunderschöne Dame. Ein merkwürdiger Traum. Hat sie wie eine Art Göttin ausgeschaut? Ausgesehen? War sie? Vielleicht wie? Nein, das kann nicht sein. Unmöglich. Aber vergessen wir jetzt mal den Traum, Martin. Dein Haus ist fertig. Mein Haus ist fertig, yeah. Und es kostet keine Miete. Das will ich auch hoffen. Ich komme hierher, ja? Auf das einzige Dörfle auf der ganzen Insel. Es ist sogar möbliert. Woohoo! Und noch dazu gilt ein mega Sonderangebot. Du kannst zwischen drei Orten auswählen, an denen du wohnen möchtest. Oh Gott. Yay! Yeah. Drei Herzen für drei Orte. Super. Sag uns einfach, wohin wir das Haus stellen sollen. Es ist doch, denke ich, fertig. Also, Küste. Da sind wir halt direkt am Strand. Können wir wahrscheinlich sehr viel fischen. In der Stadt. Wo ich da was anbauen soll, bin ich bestimmt neben Yolanda. Und dann gibt's noch das Hügelareal. Ich bleib beim Hügel. Minen, Wälder und der Wasserfall liegen nur einen Steinwurf entfernt. Ein weiträumiges Grundstück. Wirklich ein gutes Angebot. Hol dir die Gaben der Natur. Was stand nochmal zur Auswahl? Küstenareal. 2 Schritte bis zum Fluss, 20 Schritte bis zum Meer, das Plätschern vom Wasser am frühen Morgen. Niemand, der gerne fischt, sollte sich diesen Ort entgehen lassen. Und bei der Stadt, was mache ich da? Waffelstadt liegt nur einen Steinwurf entfernt, ein rundum perfekter Ort, absolut empfehlenswert. Soweit ich weiß, kann man hier später nochmal die Häuser ändern. Dementsprechend nehmen wir dann wirklich Hügel, denn ich möchte in der Nähe von Wäldern und so weiter. Ah, ja, eine gute Wahl. Ich gebe sofort alles in die Wege leiten. Ich werde sofort alles in die Wege leiten. Toll, er hat was umgeschmissen anscheinend. Ist das nicht toll? Das heißt, also, du wirst hier ausziehen. Oh nein, ich bin gar nicht traurig. Bevor ich gehe, danke, dass ich hier wohnen durfte. Kann ich noch eine Nacht bleiben? Ja, wir wollen ja nicht zu lange bleiben. Wir bedanken uns einfach. Ach, wir haben dich sehr gerne aufgenommen. Du wirst ein guter Nachbar sein, Martin. Komm ruhig irgendwann wieder und hilf uns. Wir bleiben in Kontakt. Würde ich auch hoffen. Hallo? Hier kann man keine 5 Meter gehen, ohne dass man hier wieder eine Aktion kriegt, wa? Was hätte ich vergessen? Warte einen Augenblick! Bleib hier! Ich habe dich für deine 2 Arbeitstage nicht bezahlt. Hier, nimm das. Und jetzt verschwinde endlich. 330 Gold. Yeah! Woohoo! Und hier ist noch eine Kleinigkeit von uns als Zeichen unserer Wertschätzung. Bau es auf deiner Farm an. Los, 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 los. Bau an, bau an. Aber wie soll ich denn anbauen? Soll ich mit den Händen graben, Fräulein? Kartoffelsaatgut. Mein Mann würde es nie zugeben, aber er war sehr glücklich darüber, dass du da warst. Du erinnerst ihn an unseren Sohn, der in die Großstadt gezogen ist. Oh, ihr habt einen Sohn? Gut, komm wieder, wann immer du möchtest. Aber jetzt verschwinde endlich. Ah, da ist Ilka. Guten Morgen. Sicher ziehst du schon bald deine eigenen Pflanzen. Ja, möchte ich auch. Und ich möchte auch gerne welche kaufen. Hallo, kaufen? Kaufen? Kaufen?
halt nicht. Guten Morgen! Wie geht's? Hast du dich eingelebt? Nein, nur toll. Na dann, hauen wir ab. Gannerschmienenbezirk. Na, Clemens? Was ist los, Vollpelz? Stör mich nicht bei der Arbeit. Sei doch nicht so unhöflich, du Pfeifenkopf. Hey, Fliegengewicht! Hier, es ist nichts Besonderes, aber ich möchte es dir gerne schenken. Ja, ich krieg noch ein Geschenk. Warum sind das eigentlich immer eingepackt, die Dinger? Und dann packe ich sie eh wieder aus. Du hast eine einfache Hacke erhalten. Yay! Und was noch was? Und denk dran, überarbeite dich nicht. Du wirst deinen Rennen sicherlich gut führen. Also dann, bis bald. Schawenzel. Oh, da ist er ja, der Hamminger. Hey, Martin! Danke, dass du gewartet hast. Dein Haus ist fertig, komm mit, ich zeige es dir. Guck mal, da ist der große Hügel. Karamellfluss wird drückt. Warum heißt das Ding Karamellfluss? Sind hier irgendwelche Süßigkeiten mal früher durch reingefallen? Ich verstehe es nicht. Das wird unser Haus sein, Ah, und da ist der Küstenbezirk wahrscheinlich. Oder Strandbezirk, keine Ahnung. Oh, guck mal, unser kleines Haus. Yay! Unsere kleine Farm. Voila! Hier ist dein Haus. In Balkenhe, wie du es gewünscht hast. Du hast dein Haus bekommen. Yeah, endlich unser Haus. Jetzt besitzt du eigenes Land, auf dem du Pflanzen anbauen kannst. Du kannst sogar Tiere halten, und zwar eine ganze Menge. Wo kann ich das? Jetzt kannst du jederzeit überall hingehen. Juhu. Vielleicht wartet da draußen sogar die Liebe deines Lebens auf dich. Oh, wie rot er wird. Warum ist das Haus aber bitte schön rosa? Ich hätte gern was anderes außer rosa. In deinem Bücherregal steht das Buch über Möbel. Es ist ein Geschenk von mir. Lies es doch einmal durch. Es ist sehr hilfreich. Du erfährst darin alles über, Möbel? Ah, du findest also gerade deines Heim. Es ist wirklich sehr schön. Gut, ich sollte wieder an die Arbeit gehen. Doch eines noch, dieser Traum mit der Dame, von dem du erzählt hast. Denk nicht zu viel darüber nach. Konzentriere dich einfach auf dein neues Leben hier auf der Insel. Wo guckt denn der hin? Es sieht aus, als ob er sich gerade freut, dass es anfängt zu nieseln. Oh, guckt mal. Mein Haus. Von drin ist es wenigstens nicht rosa. Öffne dein Tagebuch, um das Spiel zu speichern. Mache oft Einträge. Gib deinem Ranger einen Namen. Oh Gott. Die Scheinform. So, unser Pferd werden wir wahrscheinlich später wieder Chinji. Wir machen wieder die Nobody Farm, denn wir sind ja am Anfang ein kleiner Niemand. Und da denke ich mir, ist das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Nobody knows. Die Nobody Farm. So, und dadurch, dass wir endlich mal hier sind, ich hoffe, wir können wirklich nur speichern. Oh, geil, ja. Wirklich nur speichern ohne neuen Tag. Das ist so herrlich. Sowas habe ich eigentlich immer auch früher vermisst. Zack, 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 zack. Also zumindest ist beim PlayStation-Teil. So, dann haben wir ja noch was über Möbel. Wir haben eine Kommode, wir haben ein Bücherregal. Oder hatten wir keine Kommode? Nee, hatten wir nicht. Okay, da wo rot ist, können wir wahrscheinlich nicht hinstellen. Konfiguration. Was haben wir denn da drin? Ah! Wir können endlich mal die Musiklautstärke ein bisschen runternehmen. Ja.
Das ist doch ein bisschen angenehmer, oder? Wenn so die Musik. Obwohl, ein kleines bisschen lauter kann es doch auch mal sein. Das ist schon ein bisschen schwierig. Ja, also geht's. Textanzeige. Ja, ich würde mal sagen, schnell. Oh, ein süßer. Dies ist dein Beispielbild. Oh Gott, rosa. Nee, wir bleiben bei normal. Noch ein paar Einstellungen mal vorgenommen. Vor allem, dass man das halt nicht von Anfang an irgendwie machen konnte. Wahrscheinlich wäre es gegangen, aber na gut. So, ich könnte hier was prüfen, reinlegen. Habe ich dann hier was? Hüte, Accessoires, Kleidung. Ah ja. Was ist hier drin? Werkzeug? Oh ja. Ah ne, halt. Habe ich ja im Rucksack. Also wir haben eine Hacke, einmal Kartoffel und eine Gießkanne. Dann würde ich mal sagen, ist es Zeit, dass wir auch was anbauen. Jupp, jupp, jupp. Denn wir haben ja nicht umsonst endlich unsere eigene Farm. Prüfen, haben wir denn Post? Oh, nichts geliefert. Aber das wird später angezeigt. Ja, wie ihr seht, unten haben wir unsere Energieanzeige. Und wenn die leer ist, ist vorbei mit dem Tag. Obwohl, warte mal, ich glaube... Oh, ich glaube, der Boden ist ein bisschen fruchtbarer als andere. Dementsprechend würde ich mal hier. Fuck. Ich glaube, da ist keine Kartoffelsaat drin. Scheiße. Ja. Düdüm. So schnell kann man Geld verprassen. Ja, ich werde müde, ich auch, du Freund Blase. Also ich hoffe ja echt, dass er das Ding noch gebacken gekriegt hat. So. Dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Was haben wir denn da hinten? Gut, da kommen wir nicht hin. Kann ich mehr laufen. So. Also hier hinten haben wir schon mal einen Fluss. Wo ein Fluss ist, ist eine Quelle nicht weit. Also laufen wir mal weiter. Karamellfälle. Naja, dann da nichts hier hin. Okay. Yay, Karamellfälle. Oh, denn da ist doch eine Höhle schon mal. Das, warum kann ich da nicht rein? Gibt's hier keine Quelle, wo ich rein kann? Oh, guck mal, ein Affe, ein Affe. Uh-huh.
Will ich dir was schenken? Ist es dein Affe? Ja, das sehe ich, dass es ein Affe ist, du Pfeife. Bin ich jetzt in einem Baum drin? Heiße Quelle, nutzen, lindert Prellungen, steifen Nacken, ja genau. Kreislaufstörungen und müde Lebensgeister, nur einmal pro Tag wirksam. Okay. Na dann, es ist 15 Uhr, einfach mal rennen. Oh, und das Ganze innerhalb von nur einer Stunde, das ist auch schön. Ich würde mal sagen, wir schauen auch erstmal, wie wir zu den anderen Farmen kommen, also allgemein zu so Flehfarmen, damit wir dann nochmal Geld machen, indem wir Saatgut kaufen. Ah, hier ist doch eine Höhle. Und wahrscheinlich komme ich ja nur im Winter wieder hin, wenn der Wasserfall zugefroren ist. Und da glaube ich auch sonst die Tage hier ziemlich kurz werden könnten mit den Hacken und so weiter, würde ich mal sagen, müssen wir uns sowieso ein bisschen mehr umschauen und versuchen ansonsten natürlich ordentlich Knete zu machen. Oh gut, hier kommen die lang anscheinend. Ferner Schmiedenbezirk, ja, da müssen wir aber hin. Eine große Wurzel versperrt den Weg. Bürgermeister, was ist denn das hier für eine Scheiße? Bis wann haben eigentlich die Läden offen? Ahornseebezirk. Ah, da rechts kommen wir raus. Wer wohnt eigentlich da vorne gegenüber von der Kapelle? Wir wohnten hier am See. Da oben ist die Soufflé-Farm, da will ich hin, da will ich hin, da will ich hin, da will ich hin. Soufflé. Ich glaube, das war eine Katze. Ich glaube, ich muss auch erst wirklich mit jedem hier quatschen, damit ich die ganzen Gegenstände bekomme, wie eine Hacke und so weiter. Naja. Im Moment ist geschlossen. Lies das Schild. Dort stehen die Öffnungszeiten. Wenn jetzt hier steht bis 19 Uhr, nee. Schade. Na, dann gucken wir mal, ob wir in die Mine kommen. Nein, kommen wir nicht. Na toll. Jemand, der mit deinem Hammer umgehen kann, könnte diesen Felsen zerschlagen. Scheiße, hätten wir wahrscheinlich gleich früh hier was einkaufen müssen und dann auf der Farm arbeiten. Naja, haben wir halt am ersten Tag vielleicht einen Fehler begangen. Ist aber nicht so schlimm. Hier kannst du Werkzeug verbessern. Oh, Schmiede. Da hätten wir wahrscheinlich was bekommen. Kannerschmiede Ebene 1. Ja, und wie es natürlich so ist, auch hier kommt man ein Stockwerk immer nach unten. Den Hammer mitnehmen. Ja, habe ich leider nicht. Und sehr wahrscheinlich kriegt man hier auch noch mal eine, ich glaube hier gibt es Powerbären, bin ich mir nicht sicher, ob es hier Powerbären gibt oder wie auch immer die hier heißen, ist ja aber auch egal.
Für den ersten Tag würde ich mal sagen, haben wir aber doch so ein, zwei Sachen wenigstens schon gesehen. Schnellreise gibt es ja wahrscheinlich nicht. Oh, was haben wir hier? Wir haben hier ein Sägemeisterchen. Bis 18 Uhr. Ah, verdammt. Ah, und hier können wir was ausbauen. Das ist schon mal... Fein. Wo geht's denn da rechts lang? Hallo? Achtung, der Pralinenwald. Fälle nicht zu viele Bäume. Würde ich auch gar nicht. Kann ich denn hier irgendwas aufsammeln? Nein, geht nicht. Gut. Guck mal, da hinten ist ein trinkendes Tier. Plättchen, ein Marder, sonst was auch immer. Eine Meerkatze. Ah ja, ich muss schon sagen, es ist wirklich sehr gut gestaltet, dieses Harvest Moon. Gefällt mir bisher sehr. Boing. Was nun? Eine große Wurzelwasche bei dem Weg. Ja gut, da hätten wir also hier die Abkürzung gehabt. Hep. Und ich glaube, es gibt so einige, denen dieses Harvest Moon auch von der Steuerung nicht gefällt. Aber ich sage mal so, mit dem Classic-Controller für die Wii ist es doch ziemlich spielbar. Die Ladeszenen sind halt nur mal so ein bisschen so, hey, Gott, jedes Gebiet einzeln neu laden. Aber man hat doch teilweise ziemlich große Teile. Und wenn man es mal vergleicht zum Beispiel mit Back to Nature, also ja, so viel länger sind die Ladezeiten jetzt auch nicht, aber auf Dauer kann das wahrscheinlich schon ein bisschen nervig sein. Aber hey, so ist das halt bei diesem Spiel. Und warte mal, wenn wir eh ausschlafen dann am nächsten Tag, haben wir schon Unkraut jeden. Komm schon. Na? Wenn das jetzt kaum die Zeit vergeht da, was ist das für ein Scheiß? Komm, die drei schaffst, die zwei schaffst du auch noch, oder? Ich glaube, wenn er auch unter einem bestimmten Bereich fällt, dann kann ich nicht mehr so schnell laufen. Das möchte ich jetzt aber auch nicht austesten. Also zack, schlafen. Oh, 0 Uhr macht jemand bei mir das Licht aus oder wird allgemein in der ganzen Stadt das abgedreht. Na dann, Freunde, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage nur noch ciao, ciao. Kein Geld gemacht.